Hartz und herzlich, Darstellerin Cindy hat nicht nur mit dem Jugendamt zu kämpfen. Die Rostockerin sorgt nun erneut für Kritik, nachdem sie über ihre Rolle als Mutter gesprochen hatte. Bei den Hartz und herzlich Darstellern sind Besuche vom Jugendamt keine Seltenheit. Auch die Bewohner des Rostocker Blockmacherrings haben damit zu kämpfen, sowie mit Geldsorgen und Arbeitslosigkeit. Die 24-jährige Cindy kann davon ein Lied singen. Ihr wurde bereits das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen. Nun gibt sie neue Informationen preis. Hartz und herzlich, in Rostock groß-klein, Cindy verliert Sorgerecht für beide Kinder. Die Rostockerin wurde schon mit 18 Jahren Mutter. Mit 20 kam ihr zweites Kind. Doch damals war das Glück nur von kurzer Dauer. Das Jugendamt nahm Cindy ihre beiden Töchter weg, was sie völlig unfair fand. Sie war überfordert, vor allem der Haushalt wurde ihr zu viel. Die kleine Melody ist deswegen in der Obhut bei ihrer Oma, Jeans Mutter. Ihre Schwester Clara lebt seit 2 Jahren in einer Pflegefamilie. Seitdem musste Cindy sich heftiger Kritik stellen, denn statt in der Nähe ihrer Kinder zu bleiben, zog die Hartz und herzlich Bekanntheit zu ihrem neuen Freund nach Ostfriesland. Dass Fans das verurteilten, hatte sie damals nicht verstanden. Auch heute wehrt sie sich gegen Vorwürfe, eine schlechte Mutter zu sein. Obwohl sie ein paar Probleme hat, wie sie auf TikTok verrät. Hartz und herzlich, Cindy über ihre Mutterrolle. Jeder muss erst aus seinen Fehlern lernen. Auf der Videoplattform veröffentlichte sie jetzt einen alten Clip von 2019, in dem sie ihr Neugeborenes auf dem Arm hat. Aktuell ist das der jungen Mutter nur unter gewissen Umständen möglich, doch die Schuld sieht sie nicht bei sich. Man ist keine schlechte Mutter. Nur weil man ein paar Probleme im Leben hat, wehrt sie sich gegen die Vorwürfe, ihre Kinder seien ihr nicht wichtig. Es ist keiner als perfekte Mutter auf die Welt gekommen. Jeder muss erst aus seinen Fehlern lernen, schreibt sie, und von denen hat die RTL-ZWII-Darstellerin nach Meinung der Fans genug gemacht. Die Hartz und herzlich Zuschauer werfen ihr noch immer den Umgang mit den Töchtern vor, Cindy beteuert zwar, dass sie ihre Kinder über alles liebe, trotzdem besuchte sie die Kleinen bisher nur selten. Dass ihr TikTok bedeutet, dass sie nun öfter Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringt, können Fans nur hoffen.